Stand by. Ja. Hallihallo, Hallöle. Weiter geht's. Mit dem wahnsinnigen Piraten. Sprengen wir sie aus dem Meer. Ja, der Sommer neigt sich zum Ende. Es wird kühler. Die Zahl des Teufels. Ah, jetzt ist 6,73. Auch interessant, ich habe ja gerade mal zum Testen Subtitles eingeschalten. Und yo. Da kommt mal ein richtiger Mist raus. Ach du Heilige. Ah, kurz Luft einschalten. Vom Rechner. Und ja, ich muss mein Bild immer noch aufhängen. Ich geb's ja zu. Naja. Mal rüber. Stand by. Warum muss ich eigentlich jedes Mal ein Passwort eingeben? Meine Fresse, und ich mal wieder sehen könntet. Blinkt der mich einfach aus dem Spiel raus? Das sehe ich jetzt ja gar nicht ein hier. Es ist faszinierend. Das hat er jetzt kapiert tatsächlich. Interessant. Also ich muss quasi sehr starkes Hochdeutsch reden, damit er das versteht. Ach du meine Güte. Was? Okay, ach du meine Güte, hat er kapiert. Davor hat er irgendwas von Schweden geschrieben. Also die Subtitles allein sind, ja, Comedy Gold. Holen wir uns das Porträt von Scorpio. Vernachten Sie das Hauptquartier der Neoskulls. Das Hauptquartier ist schwer befestigt und wird von einem verstärkten Flottenverband bewacht. Der geordnete Langstreckenrakete sind aktiviert. Rechnen Sie mit immensem Widerstand. Alter Schwede! Gewackelt das in Bagdad beim MAN-Vorstand. So was schreibt er gerade als Subtitles. Geil. Hör mir auf. Naja. Ja, Global Trust. Also da brauchen wir mit den freiheitsliebenden Edens nicht anfangen, wenn wir Krieg führen müssen. Das kannst du vergessen. Archer hat Zielkoordinaten erreicht. Ich muss zugeben, du bist anhänglicher als der nervigste Tripper. Aber in diesem Sektor endet leider das Märchen vom Superhelden. Unser Hauptquartier ist uneinnehmbar. Der Weltrat hat einen tödlichen Fehler gemacht, dich hierher in die Höhle des Löwen zu schicken. Seht ihr das? Die alle Umlaute kaputt. Der Weltrat
setzt sein volles Vertrauen in ihr Können. Die Direktive lautet: schnellstmögliche Neutralität. Wie kann ich helfen? Ich stehe jederzeit. Neutralisierung der Piratenzuflucht in diesem Sektor. Ja, ist alles klar. Global Trust hat eine dringliche Aufgabe für Sie. Logisch, logisch, logisch. Alles gut. So. Für was habe ich bitte zwei Transportschiffe, wenn hier überall Feinde rumgurken? Den kaufen wir uns doch gleich. In Kürze. So, wir haben mal zwischen 0 und gar keinen Platz. Das heißt, melde Anlieferung der bestellten Waren. Na, da oben was bergig, scheiße. Naja, ja. So, dann brauchen wir erstmal Heisel. Dann brauchen wir erstmal den da. Dann brauchen wir diesen da. Dann brauchen wir eine Straße. Hier eine Straße. Habe ich es jetzt richtig rumgebaut oder wie immer falsch? Wir werden es gleich sehen. Ne, ich glaube richtig rum. Ich glaube, ich habe das Finale jetzt endlich mal kapiert. Ich glaube, ich habe es endlich mal kapiert. Eieiei. Also falls sich jemand fragt, warum ich das Schiff noch nicht gekauft habe. Ich will erst meinen jetzigen Kommandokreuzer da ausladen. Nicht, dass der mal da kaputt geballert wird. Auf dem Rückweg. Ja, das war jetzt so semi-optimal, oben was hinzubauen. Einstellen. Gut, dann machen wir zwei Häuser. Freeplots haben wir nicht, gell? Freeplots haben wir nicht. Energieversorgung mangelhaft. Das war mir klar. Dann baue ich den Kameraden auch dahin. Gut. So, Kampfschiff bereit. 2, 2. Ja, geil ist es immer noch nicht. Also wir könnten uns hier irgendwie durchsneaken. Aber ich brauche dann mittelfristig auf jeden Fall eine Reparaturplattform. Ich habe hier... Der Einsatz von Langstreckenraketen in diesem Sektor würde unsere Forschungsarbeiten behindern. Setzen Sie diese Neoskulls außer Gefecht. Was heißt doch behindern? Die Freisetzung radioaktiven Materials hätte schreckliche Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem des Sektors. Von den zivilen Opfern ganz zu schweigen. Ich weiß, die Situation ist überaus ernst. Aber die Wirtschaftslage in dieser Krise lässt es nicht zu, dass Global Trust seine begehrten Schlachtschiffe einfach so verschenkt. War aber nicht. Gut. Okay, wir haben ziemlich viel Kacke am Holz, aber das kriegen wir schon an. Wieso geht das schon wieder nicht? Wieder Scheiße. Gut. So, da können schon mal Drohnen hinfahren. Dann haben wir mal wieder unser übliches Problem mit denen hier.
Konsolen. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Fake News. Passt. Jetzt haben wir ein bisschen Gas. Also. Große Frage ist natürlich, wie weit bauen wir unsere Siedlung aus? Und wann werden wir zusammengeballert? Die Transportschiffe werden von daher sehr dankbar, weil sie, wie soll ich sagen, einen sofortigen Anschluss neuer Inseln ermöglichen würden, wie die hier. Die, Eden Initiative hat einen Spezialauftrag für dich. Die Atomar verseucht ist. Gebäude stehen zur Verfügung. Natürlich doof ist. So. Ah, markiertes Schiff, das kriegen wir hin. Fünf. Das denke ich, kriegen wir hin. Ohne geballert zu werden. Gut, dann brauchen wir langsam die Schnapsdrosseln. Wo bauen wir denn die hin? Würde man sagen, hier. Grinst du so, weil du den Auftrag geschafft hast? Hey, auf dich kann man zählen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. A, wir bleiben auf Stufe 2, wo wir uns selber auf der Insel versorgen können. Was wahrscheinlich der sinnigere Ansatz wäre. Oder B. Wann kriege ich den Reparaturheini? Den kriege ich erst nächste Stufe, gell? Dafür brauche ich hier ein paar Fröhliche. Die kriege ich jetzt dann gleich. Fahren wir hier an. So. Hier an. Da hat schon wieder so eine scheiß Mücke gestochen. Ich habe einmal das Fenster aufgemacht. Beziehungsweise die Tür. Und was mache ich natürlich? Sollen wir es jetzt schon kaufen? Sparen wir mal. Spiel gespeichert. Ein mustergültiger Handel. Okay, er wird noch nicht angepisst. Das könnte man hier... Achso, wir können uns eh nichts leisten. Wir können uns ja eh nichts leisten. Was kostet denn der Fisch so viel? Alter, 329. Krass. Wir könnten uns 9 Tonnen Munition mitnehmen. Die Firma hat immer... Wie viel braucht man für ein Geschütz? Ich glaube 15 oder so. Sie benötigen etwas? Auch mal wieder hier. Warum verkauft die Öko-Tante Munition?
Ja. Alles klar bei dir? Besser haben wir es nicht. Einverstanden. So, muss ich mal hier irgendwie durchzusneaken. Ich würde ungern gegen zwei Schiffe kämpfen. Das hält zwar der Kahn aus, aber dann kriegt er ganz schön Schaden. Gut. So, dann seid ihr eigentlich alle happy, oder? Füllt sich noch. Jetzt warte ich erstmal mal ausbauen und fülle über meinen Bauzellen. Ich habe eh schon Plus. Guck an. Damit ich nicht den Fehler wie immer mache. Knappe Nummer. Ich denke, wir können ab jetzt durchschippern. Neue Musik. Okay, hier ist auch ein Unfall. Wo sie mit einer Atomrakete umgeballert haben. Okay, so viel dazu. Die fahren hier lang. Scheiß Patrouillen. Wenn die jetzt umdrehen, habe ich sie im Arsch. Und haben es geschafft. So, was haben wir denn hier? Yeah. Du hättest besser auf euer Spielzeug aufpassen sollen. Aber keine Sorge, nicht mehr lange und ich werde die ganzen Raketen zu euch zurückschicken. Ey, mich hat keiner beklaut. Hier ist auch Öko-Wahnsinn. Okay. Ihre Fähigkeiten entsprechen genau dem Anforderungsprofil dieses Auftrags. Folgendes Problem. Egal auf welcher Insel wir hausen würden, flacken halt schon Atomraketen rum, die sie nicht anständig abschießen konnten. Das heißt, alles ist in diesem Sektor verseucht. Das heißt, du kannst mehr oder weniger Stufe 3 vergessen. Weil du so einen heftigen Malus kriegst. Das heißt, wir werden hier auf Stufe 2 bleiben müssen. Und uns damit durchfinanzieren. Nicht geil, aber... machbar. Ah, oh, das fette Kampfschiff ist da, Jaulingen. Sehr schön. So muss das sein. Ich weiß noch gar nicht, was ich einkaufen soll. Munition wahrscheinlich. Handel, Einkauf. Mumpeln. Meine genau. Frau hat endlich auch einen Job gefunden. Jetzt wird alles leichter. Klar. Logisch. Pur, logisch. So. Stimmt, das hätte ich sehr gerne Hamburger. Ich kann ja keine Hamburger produzieren. Da weiß ich gar nicht, ob Stufe 2 überhaupt Sinn macht. Dann müssen wir uns eventuell sogar auf Stufe 1 hier durch. Oh. Gar nicht geil. Naja. Jetzt brauchen wir erst einmal eine anständige Produktion für Werkzeuge. Ich habe zwar Werkzeuge da drüben liegen, aber... ja, stimmt, für was habe ich das überhaupt? Munition haben wir jetzt. Ich glaube, ich reicht erstmal. Oder? Kaufen und dein. Lieber haben, als nicht haben. Also andere Inseln macht keinen Sinn. Das Spiel kann beginnen. Treten wir sie in den Arsch. Ach, immer wieder schön. Das gemerkt, Zielein. Also andere Inseln machen als Produktionsstätten Sinn, sagen wir es mal so. Für Eisen und so. Die könnten uns tatsächlich schon freiballern. Die Insel hat nur zwei Abbaustellen, die ist schlecht. Plastik könnte man machen, wenn wir Öl haben. Haben wir hier Öl?
900 Tonnen. Ja, 900 Tonnen heute jetzt nicht so lang. Schau's denn hier aus. Hier haben wir Kohle, Eisen. Ein gewisses Risiko besteht. Deswegen frage ich ja Sie. Kein Öl. Was hier ist? Kein Öl. Ah, sehr schön. Keine Zeit, Dinger. Keine Zeitbegrenzung ist schon mal gut. Kein Öl. Kein Öl. Öl. Auch nur 600 Tonnen. Alter. Okay. Jetzt eher so mittelgeil. Da kommen wir fast nicht aus der Nummer raus. Kommen wir da. Kommen wir fast nicht aus der Nummer raus. Energieversorgung mangelhaft. Das ist aus. Die ganze Schlafung, wo sie zum Stehen. Stromartico. Das Problem, dass wir hier sehr wenig Öl haben. Dich für die Freunde hier später aber im Moment läuft's ganz gut. Lifestyle brauchen würde. Aber 600 Tonnen ist halt gar nichts. Hab ich die Insel schon geguckt? 1200. Wenn dann die hier. Wenn dann die hier. Das wäre so tatsächlich sogar die einzige, wo ich Mist Hamburg abbauen könnte. Naja, das können wir vorhin bis hinten vergessen. Du musst den Abschuss der atomaren Sprengköpfe um jeden Preis verhindern. Schnauze! Ist das dringend? Da wir leider einen DLC nicht haben, können wir auch nichts forschen, mit dem wir die Überreste der Raketen beseitigen könnten. Also ist die Insel immer scheiße. Mit minus 200 weiß ich echt nicht, wie viel die noch produzieren. Ökobilanz. Nicht geil, nicht geil. Apropos nicht geil. Hafenschütze. Kostet uns 5 tatsächlich. Könnten wir es leisten. Stellen wir uns das gleich mal zwei Reparaturkräne. Wenn die Freunde hier Stress machen. Ja, in dieser Mission darf ich den DLC nicht verwenden. That's a little problem. Ganz klar wenig. Ja. Gut, da wir ja jetzt was zum Ballern haben, ballern wir mal. Sexy shirt. Thanks, thank you. You have the same? Eat my DPS! Okay.
Blub, 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 blub. Keine Mücke. So. Dann brauche ich eigentlich tatsächlich da oben das Fisch-Upgrade. Weil ich so viele Fischer brauchen werde. Hey, hey. Bitteschön, bitteschön. Der andere Kollege müsste mittlerweile live sein, den könntest du jetzt fragen. Das soll man sich ja sowieso freigeben. Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Mit der Futzen-Zifix. Ja, du kannst nicht mehr so schreiben. Bist du gleich wieder da. Did you get your Iron Cannon picture laminated? Looks in such a good condition. Yeah, I actually framed it. So there is a... How should I say? Not a glass, but you know, the other thing that you can use as glass in front of it is cover. And I am, yeah, how should I say, I want to pin it on the wall for at least 2 years, I guess, but yeah. Yeah, you know, it has a name, I don't know how it's in English. But you know, the plastic thing that you can look through. Yeah, it's weird, but actually on Amazon you can get it quite good. You have to make the measurements beforehand, but... It worked really well. So, what do I actually want? I need the islands for the islands, yeah. Only a pro. Oh yeah, it's a shield. Shield would be good. Yeah. Let's blow up these guys. Der ist gar nicht on. So ein Hund. No problem, thank you. No problem. Always ask the fellow developers. Or in my case, the cheer admin. Wait, what? I shot you. I'm still shooting you. The fuck? You've fallen down a deep ammo hole lately? Yeah, I'm actually doing all the missions. There are not that many left, so I guess I will finish in September. The bigger hole is to actually put them all on YouTube. I have them all uploaded, but I have to, you know, prepare them. Nie ist das Fernsehen da, wenn man braucht. Ja, Projektleiter halt. Das
jetzt deine Kehle. Können schon schneller sein. Das interessiert mich jetzt relativ wenig. Haben wir die schon freigegeben? Nicht. So. So, actually, Denko, this is a very precarious mission because the enemy has nukes. Multiple ones. Pretty good defended base with a lot of turrets. Actually, there's rockets on it. And a lot of navy. And he tried to nuke the islands, but kind of failed. So everything is, yeah, desolated. And I actually can't use the islands for something else because they're just shit now. Victory. But yeah, I bought a big warship from my big tycoon friend, and now I'm trying to make stuff happening. Rüstungsbetrieb will er. Wie soll ich die kriegen? Kannst du mir gleich vergessen. I still find it funny that Anno has better nukes than Command & Conquer. Oh shit. Oh no! Sollen wir deine Kähne entführen oder doch lieber gleich versenken? Oh. I tried. So, 60 damage. Still 60 damage. That's sad. Orientation of the warship doesn't make difference. Wait. That was 97. That's 79. That was 90? Hey. Okay. No. Be worst. So. Einfach nur zur Sicherheit, weil ich ganz genau weiß, wie das ausgeht. Gut. Dann mischen wir die mal langsam. So, haben wir schon. Okay. Viel Schiffswerksbau, Beton, gell? Mist. Mischt, 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 mischt. Voraussichtlich erstmal gar keins, sondern wieder was anderes. Da habe ich ja schon zweimal gestreamt, so ist es ja nicht. Und ja. Ansonsten. Müsste ich wieder von vorne anfangen, das dauert dann ewig. Na, was gibt's? Oh. Freunde! Wirkliche Freunde.
Oh, das ist nicht gut. Warum geht ihr alle auf mein Schiff los? Ich bin in Ruhe. Hallo, mal eine Runde. Ihr könntet ruhig reparieren, wenn es beschossen wird. Fix. Mikey, hi. Gegen unsere Schiffe hast du nicht den Hauch einer Chance. Ich werde gerade schwer belagert. Feige Sau, bleib da. Angriffsstärke plus 20%. Angriffsreichweite plus 20. Genau das, was ich für meinen Kreuzer brauche. Wundervoll, wundervoll. Sag mal, Mike, kann es sein, dass der Rove heute erst um 3 Uhr morgens Stream angefangen hatte? Schlechten Schlafrhythmus. Brauchen wir ja auch ein paar Leute rein. Oder Schicht, das könnte auch sein. Armes Quarz. Ah, die Schuppe da rum. Fahrzeug unter Beschuss. Das ist gar nicht mehr so lustig langsam. Oh, 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 ist gar nicht mehr lustig hier. Bye bye, Kreuzer. War schön mit dir. So ein Mist. Neue Gebäude zum Bau bereit. Mein schöner Kreuzer. Der Feldrat muss ganz schön verzweifelt sein. Hatte ich ein Safe? Vorher für einen Freund. Uhr vor 10 Minuten. Kommst du auf einmal, was der mit dem Haufen macht? Wenn der mich plattballert, dann muss ich fast laden. Kommt der einfach nochmal mit der ganzen Flotte auch marschiert, die so? Achso, warte mal. Eventuell war es auch nicht schlau, ihn anzugreifen. Blöder Hund. Warnung. Produktion gestoppt.
Jetzt habe ich die zwei Upgrades auch verloren. So was Blödes. Weißt du was, das ziehst jetzt eigentlich nur unnötig in der Länge, da laden wir lieber nochmal neu. Ich brauche dann wieder 18.000 Credits, dass ich den nächsten nicht kaufen kann und pipapo und sowas. Aber warten wir lieber, ja. Zieht's noch in die Länge. Gut. Also was ging es uns vorher aus? Vorher ging es uns Werkzeug aus, gell? Was, wir werden was ändern. Hüllieieieie! Ja, der hat auch gleich mal 20 Zuschauer, der Junge. Kamera müde. Ist meine Kamera stehen geblieben? Oh, nee. Mein Upload hat einen Vogel. Warum hat mein Upload einen Vogel? Schreibt er der Kamera müde, da weißt du das ganze Bild? Also bei mir passt's. Warum ist der Upload gerade so hoch? Der lädt doch schon wieder irgendeinen Scheiß im Hintergrund umeinander. Ja. Blödes, dämliches Windows. Oh, jetzt geht's wieder. Hä? Also. Keine Kohlen mehr. Der Quarz, du kriegst ja auch gar nichts mit, kann das sein? Was sollen meine Nachbarn mit meiner Internetverbindung zu tun haben? Sowas Interesse. Meine Statistik eigentlich. Ich verliere gar nicht so viele Frames eigentlich. Oh, ich hasse das, wenn ich aus Vorschau mein eigenes Bild habe. Ja. Ja, mittlerweile soll es wieder gehen. Der rote Bereich ist weg. Warum auch immer der rot war. Warum auch immer der Vogel 2 Mbit mehr hochlädt, als er soll. Was ist los mit dir? Das wird irgendein Bullshit Hintergrundprogramm so. So. Schnell Kohle machen. Was, jo, Mike? Oh, da kommt er wieder. Und ich habe immer noch keine Hafengeschütze. Ich brauche das 7 oder 4.
Wieso brauche ich da so viele Leute für? Warte mal, wie verrückt denn der jetzt so? Gar nicht! Piss dich! Die Ostalz sind wieder mal das Opfer und keinen interessiert's! Hey, mich interessiert's! Ich brauche mehr von euch Deppen! Wenn ich nicht wieder arbeiten muss. 300! Halt die Fresse, ich brauche 700 von euch! Fuck! Ich hab keine Nukes. Er hat Nukes. Gebäudeauswahl vergrößert. Es ist maximal unpraktisch. Zweiten Akkuschrauber. Docken wir morgen noch da. Bis ich die Dinge hab. Ich verliere Servoöl. Wieso soll ich jetzt speichern, jetzt wo ich gerade so erschossen wurde? Macht keinen Sinn. Ich soll meinen Einkauf mal ein bisschen in den Griff kriegen. Mal auf Verkauf umschwenken. So. Vorher wenigstens eine Welle überlebt, ist es uns schon bei der ersten Welle draufgegangen. Da hätte ich nie nur laden brauchen. Naja. Es war ein Versuch wert. Und es... Ja, du musst das daneben auch anklicken. Ja, ja, ja. Ist tatsächlich eine recht blöde Situation gerade. Der Vorteil ist, ich habe keine Schiffe mehr, das heißt, ich krieg mehr Geld. Der Nachteil ist, ich brauche 18.000 und wann auch immer der seinen nächsten Kreuzer zur Verfügung stellt. Das wird wahrscheinlich wieder so eine Stunde dauern. Wenn überhaupt. Gebäudeauswahl vergrößert. Hab ich jetzt meine 750? Immer noch nicht. Nee, das ist so. Ich würde sagen, wenn es auf der Insel das Zeug gibt, dann drei durch. Relaxo. Jetzt einen Schreibtisch am Fenster. Endlich Tageslicht beim Arbeiten. Hey, der Spur ist mal neu. Der Spruch ist zur Abwechslung mal neu. So. Da heißt dann nicht neue Gebäude verfügbar. Terras. Ja gut. Jetzt können wir uns zumindest mal Hafengeschütze leisten und unseren Hafen dann abriegeln. Ich frage mich, wie lange es das Treibgut gibt. Ich will nichts verschreien, aber im Moment läuft's ganz gut. Am Dienstag mache ich maximal Homeoffice.
traue ich mich keinen Meter. So. Bauen wir die einfach aufs Maximum aus. Jetzt mal E+ 900, da kann ich ja schon mal anfangen. Was kostet so ein Geschütz überhaupt? 800. Ja. Schnalzen wir den. Hallo? Noch genügend Baumaterial! Verriss sie! Also, ich weiß nicht mehr weiter. Sie vielleicht. Soll ich 10 Tonnen Rohöl hernehmen? Unterhalten sich zwei betrunkene Freunde. Wenn ich mit deiner Frau schlafen würde, wären wir dann quasi verwandt? Nein, aber quitt. Der ist gut. Nicht schlecht, Herr Specht. So, was halten die Dinger eigentlich aus? Oh. 600. Ist ja gar nichts. Hält er mein Schiff hier mehr aus? Ja. Registriere Energieknappheit. Und dann morgen uns um Strom an. Oh. Energieversorgung mangelhaft. Geh mal rüber. Problem ist, ich muss deswegen so viele jetzt von den Dingern bauen, weil wenn der wiederkommt und ich hab, also die haben ja so einen Cooldown hier, bis sie fertig sind. Die kannst du leider nicht gleich hinstellen. Deswegen musst du ein bisschen Gas geben. Aber ich glaube, das reicht. Dann haben wir noch Munition. Scheiß drauf. Sieht doch so viel hübscher aus. So. Jetzt haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wobei, die kommen ja mit. Stimmt ja, die kommen ja mit einigem an. Was machen die? Die machen 30 Schaden. So ein das Schiffchen. Ist nur eines von 100. 300. Also. Sind schneller als deine Töne. Bauen wir 10 für ein Schiffchen. Ja, gut, okay. Und jetzt habe ich keine Mütze mehr. Ja, okay. Der ist militant. Ja, stimmt. Hab mir mein Kreuzer versenkt. Und mein Bötchen. Jetzt ist das Treibgut auch weg. Schade. Hätte ich gerne noch rausgefischt. Ich will sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Es verkauft ja nicht mal einer Öl. So eine Scheiße. Ich frage mich gerade, ob sie es rechnen, wenn man bei einem Händler Hamburger einkauft und die dann quasi an seine Leute verfüttert. Wahrscheinlich schon. Was kosten die eigentlich? Kommandoschiff einsatzbereit. 3, 5. Navigationssystem. Kommandoschiff startklar. Bitte gehen Sie an Bord. Klar, ich an Bord gehen, logisch, hä? Bin ich blöd oder was? X.
Wahrscheinlich wäre die Mission deutlich einfacher, wenn man am Anfang nicht einen Gegner angepisst hätte. Wenn man seine Flotte angegriffen hätte. Aber sonst wäre so langweilig. Wir wollen ja Entertainment. So. Schießen der 15 auf 300. 20 auf 350. Also ich bin mit jedem Kommandoschiff schon mal stärker als er. Kommt da ein Doppelpack, ha? Aber zumindest haben wir meine Cannon mehr Wumms. Ist schon mal gut. Wir stehen ja auch wie ein paar vorne Schuhe holen, die Dinger. Naja. Was haben wir hier? Ist das dringend? Ich kann mir tatsächlich von denen Aufträge holen. Das Problem ist, ich kann sie nicht ausführen. Auch mal was gibt es? Hilfsflotte können wir holen. Vibe und Kommandoschiff. So ein Scheiß zurück. Ich hatte gehofft, der verkauft Großkampfschiffe. Na gut, mit Geld könnten wir uns zumindest dann mal ein paar Freunde holen. Könntest du mal wieder schippern hier? Ah ja, da schippert er. Bitte verkaufen wir 10 Tonnen Öl. Sei freundlich. Der Öl, nicht Munition! Zwix! Ah, ja, wird nichts mit euch. Das doch wirklich für mich, oder? Nein. Ich glaube nicht, dass der nochmal kommt. Und uns Öl verkauft. Ah, bauen wir halt das letzte Hafengeschütz noch. Zack. Huge. Es gäbe auch diverse Upgrades, die man sich hier reinknallen kann für Hafengeschütze und so, aber kann man nicht ran ans Kaufen, ne? Nahrungsversorgung mangelhaft. Die sagst du jetzt! Wie war's mit Blair? Fix. Das ist Ihre Chance. Enttäuschen Sie mich nicht. Am verhungerten Architekten zu finden, ja. Habe ich vorher im Spiel schon noch gesagt. Ich baue hier extra hin, weil ich ganz genau weiß, was passiert. Was mache ich, nachdem ich geladen habe? Nicht was hinpflanzen. Bild steht. Nö. Da lügt sie. Oh, habe ich dieses Wasser gebaut. Egal. Man stellt sich vor, man hätte zwei Reparaturkräne und die reparieren halt nicht während der Schlacht, gell? So ein Scheiß. Man stellt sich vor, man hätte einen Haufen Baumaterial und würde es nicht benutzen. Wäre mal richtig doof. Registriere Energieknappheit. Oh, dein Futzen, sie fix mit deiner Scheiße, Energieknappheit. Immer dieses linke Gelaber schaut zu der Heizung ein. Ja, ja, die Stromknappheit, die Stromknappheit. Hab jetzt eigentlich schon Beton gebaut, ne, gell? So. Beton, Beton, wir brauchen mal Beton. Ah!
Mit einer Rügel verkauft. Aber... Das kommt davon, wenn man 10 einstellt. Kaufen sie da wieder bloß 8. Ich weiß schon, Sie vergessen meine Bitte. Heute vergesse. 11 Minuten, ja Gott, die Chance ist noch da. Was habt ihr jetzt für ein Problem? Ihr habt keine Getränke mehr. Bin ja gleich dabei. Schön ist, die ganze Zeit ist dein Lager voll und du kriegst das wieder nicht mit, wenn es leer läuft. Du kriegst dann nicht mal eine Warnmeldung, weißt du? Voll unfair. So. Ja, Quarz guckt immer auf dem Handy. Gefällt dir besser, meint sie. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Kauf dir ein Tablet! So, wir brauchen hier jetzt irgendwo mal diesen Typen da. Er läuft ja angeblich irgendwo ein Architekt rum. Ah, da. Ein Architekt. Und den muss ich jetzt irgendwie da hochbringen. Weil sie zerpflückt wird. Wo ist man hin überhaupt? Also. Schau mal da hin. So, mittlerweile werden die Leute auch pissig, weil die Ökobilanz nicht stimmt. Ich habe immer noch keinen Beton. Wollte ich gerade sagen, wenn du versenkt wirst, während ich Beton baue, dann werde ich sauer. Moment, du hast ein Tablet? Ja, Mike, ich bin Radiomoderator, weißt du es nicht? Mir hört man nur wegen meiner Stimme zu. Das Spiel ist eigentlich egal. Haben Sie den Auftrag zufriedenstellend erledigt? Schön. Erledigen Sie diesen Auftrag möglichst zügig. Beweisen ich soll ein Schiff kapern. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Was ist kaputt bei dir? Ich hab's gerade mal zu seiner scheiß Achel geschafft. Soll ich ein Schiff kapern? Erwartet Ergebnisse. Na toll, er wird auch noch von einem anderen Schiff verfolgt. Wie machen wir denn das jetzt? Ich bin eh wieder rum. Boah, du Sau. Den muss ich leider zuerst anschießen. Fährt auch noch parallel zu mir. So ein Hund.
Ein Snorlax. Okay, der hat weniger Hitpoints als ich. Sehr gut. Mit denen leider zusammenballern. Oh. Und in der Zwischenzeit kommt die komplette feindliche Armada und will mir auf den Sack gehen. Yay. Fahrzeug nehmen wir Stück für Stück auseinander. Vor, du Sau! Die Verantwortung dafür übernehmen Sie allein. Ja. Versuch was wert. Gut, haben wir Jupiton? Ja, haben wir. Wir müssen uns langsam hier tatsächlich auf Ökobilanz einrichten. Das heißt, wir werden hier. Was will man hier? Bauen wir hier mehrere von denen? Ja. Ja. Leider. Wir werden das so machen müssen. Ja, weißt du, sie hat halt kein Kuschel-Pokémon, so wie ich. Achso. Bin für Pokémon, sie. Alter, der fährt vor meiner Haustür vorbei. Ich Idiot, ich hätte gar nicht rausfahren brauchen. So eine Scheiße. Aber ich habe jetzt leider nichts mehr zum Kapern, von daher. Hätte quasi hier Geschütze hinstellen müssen, dann, ja. So was Blödes aber auch. Gut, haben wir jetzt langsam mal ein bisschen was von Beton. Wie viel brauchen wir? Zweifel. Schatten oder was? Zweifel. Da wäre eine Stunde, bis ich es zeige. Apropos eine Stunde. So. Immerhin fackelt man nicht ständig irgendein Haus ab. Das ist schon mal positiv zu sehen. Das ist schon mal positiv zu sehen. So, wo bauen wir dich hin? So ungefähr, dass es passt. Jetzt ist nur die Frage, wie. Wetten, ich hab's falsch gebaut. Naja, wir können sie abreißen. Achtung, Produktionsstillstand. Um 1. Oh, wobei, ne, passt sogar. Ha! Passt sogar! Wie die Faust aufs Auge! Ha! Bin ich gut. Leck mich am Arsch, bin ich gut. So, so. Und natürlich habe ich da in der Mitte jetzt ein Loch. Ah. Warum verzieht die Maus in meinem letzten. In jedem Anno. In jedem Anno macht sie das. Im letzten Moment nochmal schnell verziehen. Egal. So. Gut. Aber was soll ich denn jetzt tun? Ja, tut mir leid, wenn die Deppen mir keine verkaufen. Kann ich nichts dafür? So. Haben wir jetzt mal halbwegs. Meine Fresse. Weil der Beton dauert so ewig. Das ist brutal. Brutal. Naja. Klang irgendwie ausländisch. Meinst du? Dann kommst du. Eins, zwei, kommst du dahin. Werte steigen. Richtig. Der dahin und kommt der dahin. Ich hasse es zwar, die guten Häuser abzureißen, aber es hilft ja nichts.
So, die Müllschluckeranlage hier macht nämlich positive Ökobilanz. Ist auch nicht billig. Aber... die Leute sind nicht mehr schlecht gelaunt und das ist das Wichtigste. Und die Dinger hier produzieren auch wieder mehr. Naja. In der Zwischenzeit. Gutes Nächtle, Mike. Das Spiel ist auch nur so spannend, weil ich keine Flotte mehr habe. Alles zerbombt worden. Wenn diese Sprengköpfe zum Einsatz kommen, wird die Verwüstung beispiellos sein. Eine Schande. Andererseits... der dann erforderliche Wiederaufbau könnte Global Trust von Nutzen sein. Gib dir mal den Wichser. Spiel gespeichert. Achtung, Produktionsstillstand. Ich habe jetzt momentan erstmal nichts, was mir ausgeht. Eisen wird später mal ein Problem. Das kann ich mir auch von den anderen Inseln holen. Schon mal gut. Schiffswerft kann ich mir bauen. Wo schaut's aus, ja? Produktionsstillstand. So sieht es aus. Flup. Tee gibt's ja nicht.
Den Ökos würde ich hier nämlich noch weniger Geld machen. Dann wäre es nochmal eine Ecke schwieriger. Wenigstens brennt es nicht. Aber die Umwelt! Ja, wir haben ja überall Atomraketen umliegen, von daher. Das mit der Umwelt eh schon im Arsch. Ist nicht mehr viel. Das heißt, der 94% echt, dein Arsch. Oh mein Gott. Ich hätte doch eine mehr freilassen sollen. Egal. Ich kann es immer noch abreißen, gell? Der 35. Hey, ist immer noch besser als nix. Aber die Überlappung tut schon weh, ne? Das ist eher ungut. Naja. Dann kann ich hier nicht mal eine Werft hinstellen. Energieversorgung mangelhaft. Viel Strom. Haben Sie hier nicht das Sagen? Ich glaube, Sie sind ganz okay. Wie diese scheiß Pyramide jetzt so nach links gerattert ist. Ah. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir probieren es jetzt einfach mal mit Einkauf von den Gütern. Und gucken mal, ob das was bringt. Ihre Dienste in dieser Sache sind für die Firma unverzichtbar. Drei kleine Handelsschiffe, klar. Wo sind die jetzt hin? Ich hatte mal zwei, ja. Alter, drei kleine Handelsschiffe, weißt du, was es kostet? Das ist gar nicht mehr so da. Ja, aber es bringt mir halt nichts. Beeilung, wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Solange bis ich eine Flotte aufbauen kann, beziehungsweise bis der wieder ein Kampfschiff verkauft. Davor brauche ich gar nicht dran denken. Davor brauche ich gar nicht dran denken. Zwanzigbeton! Kann ich die nicht kaufen? Nö. Die muss ich bauen. So.
bitte mehr Geld. Danke. Was kostet mir ein Kommandoschiff? Ein Kommandoschiff kostet mich nur Munition und Zeug, das ich eh habe. Drei Munition. Habe ich noch irgendwo ein Bergwerk? Negativ. Könnt aber hier rüberfahren. Und hier zwei Eisen und zwei Kohle bauen. Und das produzieren. Kommandoschiff fertig. Kommandoschiff einsatzbar. Das werden wir jetzt auch tun. Erkundet die Insel trotzdem. Wobei, ich glaube, es ist schon weg. Das Baumaterial. So, hast du was das gehabt, ne? Tatsächlich ist es ganz weg, okay. Gut, dann wollten wir hier. Minus 600, weißt du, kannst du gar nichts anbauen. Das kannst du so vergessen. Aber sowas von. Gut, dann, Munition. Eisen. Energieversorgung mangelhaft. Eisen. Brauchen wir mehr Zeug. Ist das kleine Bild auf dem gerahmten Bild eigentlich neu? Meinst du das, was an der Wand hängt? Schwarz-blau, ja, das hängt da schon ewig. Ewig und drei Tage. Oh, läuft das schon mal? Könnt ihr jetzt schon ein Schiff bauen? Wie viel haben wir denn? Sehen wir, macht das noch Sinn, hier so einen. Den haben wir hier. Was ist denn hier noch einen hinzustellen? Ja, hier so mitten rein, ha?
Den schon, den schon. Brauchen wir erstmal nur 20. Gut. Bisschen aus. Warnung. Feuer entdeckt. Leider Hund. Hier sind die Instruktionen. Interesse? Toll, mit Uhrzeit auch noch. So, ich brauche. Alter, fick dich! Da komme ich ja nie hin! Fällt das erste Mal heute auf. So, Hammer. Ja. Gut, wir brauchen immer noch 20 Beton. Wir feuern. Schade, die Insel an. Minus 600 hat die. Minus 600. Spiel gespeichert. Also, wie ich das jemals schaffen würde, da einen Rüstungsbetrieb zu bauen, ist mir ein Rätsel. Verkaufen wir das Schlachtschiff, verdammt. Ich will es wieder haben. Naja. Sie sind ja so aus. Wir so. Müssen einem Mitbewerber seine Grenzen aufzeigen. Ah, ja. Als ob ich in der nächsten Stunde zu dir rüberschippern könnte. So. Kann ich wahrscheinlich sogar. Dann vergesse ich es wieder. So. Achtung, Produktionsstillstand. Die letzte Sekunde. Auf die letzte Sekunde werde ich es wieder vergessen. Müssten wir eigentlich alle upgradet haben, die gehen. Gehen. Blub, gehen. Ich könnte hier nochmal einen reinpflastern, gell? Warum eigentlich nicht? Macht das einen Unterschied? Macht sogar einen. Macht sogar einen Unterschied. Aha. Gut. Ja, ich kann mir das von Haus aus freigeben. Muss ich mich da selber nicht drum kümmern. So, dann haben wir jetzt genug im Verlauf drin. Wie schaut es hier mit dem Fisch aus? Fisch ist ein bisschen handsam. Machen wir noch einen. So. Gut, dann fahren wir mal das Bauen an. Ja, der Fisch ist nuklear verseucht, der hier nicht. Hier geht. Hol ich mal kurz was zu trinken.
Wenn du immer so drauf hältst, darfst du vielleicht doch bei den Neoskulls mitmischen. Aha. Papier? Wieso Papier? Was willst du mit Papier? Hab doch gesagt, ich hol was zu trinken. Geht tatsächlich relativ fix. Mit der Taktik könntest du sogar meinen Bruder Hector beeindrucken. Ich glaube, ich könnte da drüben sogar noch mehr Munition produzieren. Oder? Nee. Genau! Erst schießen, dann fragen! Klar dockt der hier an! Aber keine Geschütze sind. Naja. Gewalt war schon immer die beste Lösung. Mal schauen, dass unser Stützpunkt hier stabil ist. Gewalt war schon immer die beste Lösung. Da kommen sie schon. So, schauen wir mal. Genau, erst schießen, dann fragen. Dann fahren sie doch wieder heim. Mit der Taktik könntest du sogar meinen Bruder. Immer diese Selbstbeweihräucherung hier. So. Okay. Weiterhin alles stabil. Kommen wir mal hier. Bisschen Müllern. Okay, jetzt haben wir hier eingekauft für... ...1000 Credits. Kann jetzt echt schlecht sagen, ob sich hier lohnt. Weil ich halt auch parallel die ganze Zeit baue, gell? Ne. Ich will nichts verschreien, aber im Moment läuft's ganz gut. Wenn du immer so drauf hältst, darfst du vielleicht doch bei den Neoskulls mitmischen. Registriere neues Fahrzeug. Chess es sich ein, guck mal. Mit der Taktik könntest du sogar meinen Bruder Hector beeindrucken. Kommt schon noch. Genau. Erst schießen, dann fragen. Ich habe noch genau einen Strom übrig. So, wie schaut's jetzt aus? Läuft, passt. Okay. Können wir hier mal ausrücken. Ganz schön todesmutig.
so gut wie tot. Sagst du? Dr. Kuyo! Nett, wenn sie was liegen lassen würden. Wenn du immer so drauf hältst, darfst du vielleicht doch bei den Neoskulls mitmischen. Bauen noch ein paar mehr Schiffchen, damit die quasi in einem Volley die wegballern. Das ist mir ja eine große Hilfe. Ja, wenn du dein Scheißschiff mitten in der Gegnerbasis platzierst, dann brauchst du ihn eher. Guck mal hier, Fische. Ergebnisse. Ja, 20 Komburger nehmen wir mit, oder? Warnung. Produktion gestoppt. Wenn Sie Unterstützung bedürfen, dann bringen wir das zum Abschluss. Fangen wir zum Leppern. Zu wenig Munition. Alleine sie überhaupt rief. Fahrzeug fertiggestellt. Oh ja! Ja. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen. Meine Rede! Der Zweck heiligt die Mittel. So. Sind wir alle happy? Dann fahren wir mal hier rüber. Würden Sie eventuell diese Angelegenheit für SAAT erledigen? Kann ich sogar machen. Brauche ich immer noch einen mehr. Mann, du. Gewalt war schon immer die beste Lösung. Warnung. Produktion gestoppt. Haben Sie wissenschaftliche... Nein, wir haben nur einen kurzen... Ich will Sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Hä? Nehmen Sie an Devis Arche Empfang. Ich will Sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Beeilung. Wir gib's haben mal nur ein kurzes Zeitfenster. Beeilung. Wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Depp. Gewalt. War schon. Interesse an unseren Entwicklungen? Hm. Was führt Sie zu mir? Ich will Sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Ja, der scheiß Auftrag, gib mir dein Ding da. Ich will Sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Oder muss ich nur hier lang fahren? Komisch. Oh shit, oh shit, oh shit.
an, was da rumfährt. Der Zweck heiligt die Mittel. Kaum drücke ich auf schneller fahren, kommt die Feindflotte. Da sind wir jetzt mal gespannt. Und scheiße ich in die Hosen. Mein Gott. Es gibt eine maximale auswahlbare Flottengröße. Was soll denn der Scheiß? Naja, die sind alle so mittelhappy. Das passt dahingehend. Spiel gespeichert. Klar, ich brauche momentan keine Schiffe mehr bauen. Wag du mal hier erstmal. Beeilung, wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Ja, Bua. Ich will sie nicht drängen, aber die. Gib mir das scheiß Ding. Oder hab ich das schon? Beeilung, wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Na, hab ich nicht. Er gibt's mir ja nicht. Was soll denn der Scheiß schon wieder? Ich hasse verpackte Missionen. Naja. Gut, dann haben wir mal die weg. Achtung, Produktionsstillstand. Oh, ganz schön fressen gerade. So, sobald die beschädigt sind, bauen die noch alle. Okay. So, hier immer noch alles gut? Ja. Produktion gestoppt. Na, was gibt's? Die Firma erwartet Ergebnisse. Eigentlich könnte ich es jetzt bauen, ja. So, das war die einzige Ölinsel, gell? Die hier. Oh, die hat auch Öl. Die hat 900 Tonnen. Und die hat 1000 Tonnen. Okay, fahren wir da rein. So, dann. Erste Flotte einsatzbereit. Nähern uns dem feindlichen Sektor. Herr Dossam, gehen wir Schlachtschiff wieder. Vorsichtig! Solange wir keinen vernichtenden Schlag gegen die Nioskals führen können, sollten wir uns zurückhalten. Verkaufen wollen wir das ein scheiß Schlachtschiff, dann kann ich ja was. Was machen wir da? Fix. Naja. Wo waren wir? Da waren wir. Kraftwerk. Jo, Wollingen. Registriere Energieknappheit.
Ja, das Quarz, wie lange hat der Pokémon gefangen? 2500 hält so ein scheiß Turm aus. Cool. Jetzt nur nicht den Kopf verlieren. 2500! Wenn du uns deine Einheiten nicht schicken willst, dann hau ab! 2500! Keiner kommt den Nios ganz in die Quere! Oh, so ein scheiß Schaden! Wollt ihr mich verkackeiern? Wollt ihr mich verkackeiern? Energieversorgung mangelhaft. Passt ja auf keine Kuhhaut. Bräuchte jetzt die Kombo, die ich vorher verloren habe. Das Schlachtschiff mit der Reichweite und der Schadensverhöhung. Alter Schwede, 2000. Alle, oder? Da dauert es lang. Nicht mehr lange und ich werde die ganzen Raketen zu euch zurückschicken. Und dann haben wir den Depp Mano. Der macht alle 2500. Oh, und ich kann nicht decken. Schau dir diese stählernen Schönheiten ganz genau an, solange du noch kannst. Wenn ich wenigstens hochdecken könnte und, weißt schon, ein paar Atomraketen rüberjagen, aber nö. Geht alles nicht. Beeilung, wir haben nur ein kurzes... Beeilung, Mais. Das Ding. Ich will sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. EP. Beeilung, wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Nichts dabei, was ihr brauchen könnt. Drängen, aber die Zeit läuft. Halt die Klappe. Wo ich die Energieschilde? Produktion gestartet. Kann quasi nach jedem Gefecht umdrehen. Kann ich mir eine nähere Insel holen? Nicht, gell? Die hier höchstens. Ja, ob ich jetzt dahin schippe oder dahin, ist jetzt eigentlich auch schon wurscht. Eigentlich ist es auch schon wurscht, ja. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Stärke. Fisch. Leisten können wir nichts. Sieben Tupperware. Yay. Plus 700. Es wird jetzt noch eine Weile dauern, ja. Ja, wir werden uns dann mitten durch die Frontlinie durchschneiden, das... Was macht der denn hier? Das waren gute Männer, verdammt! Mit Familie! Jetzt nur einen Job gesucht. Willst du mir jetzt echt verzeihen? Bist du offen? Warnung, Feuer entdeckt. Ja,
Rennst du nicht? Die Neos Galt handeln nicht. Euer Geld ist uns gleich. Wir wollen eure Welt in Flammen sehen. Komm, was willkommen vor? Bumm. Achtung, Produktionsstillstand. Kein Ergebnis ist auch ein Ergebnis. Wenn du mir Hunk mehr nichts gibst. Das brennt nicht. Die Organisation kann sich gegenüber ihren Kontrahenten keine Schwäche erlauben. Ja, ja. Wir sind im Krieg und ihr macht euren komischen. Ja. Oh fuck. Raus da! Bist du schon? Wozu mache ich eigentlich die Raketen so schnell scharf, wenn du so einfach zu besiegen bist? Oh, du hast verloren, gell? Schaut es da eigentlich aus mit dem Zeug? Oh, also gut. Muss ich mir tatsächlich eine zweite Flotte zulegen, ja? Kostet der 15. Ihre Hilfe bei dieser Angelegenheit wäre für SAAT ein echter Gewinn. Drei Architekten. Sehen du immer Scheißtrick? Auf. Genau. Erst schießen, dann fragen. Dass das sich wirklich bei jeder Militäreinheit meldet, nervt schon ein bisschen. Okay. Dann können wir jetzt auch den anderen Auftrag mit den Akkuschraubern machen. Die Flotte ist nicht ganz voll, gell? Ah, sie kommen also mit Ergebnissen. Blöde Drecksau. Ein hervorragendes Ergebnis. Wenn du immer so draufhältst. Ich will sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Mit der Taktik könntest du sogar meinen Bruder Hector beeindrucken. Okay. Packen wir das zukünftig hier oben. Und bauen wir mal hier Sicherheitsraum, also. Wenn du immer so drauf hältst, darf. Just to be sure. Der hat sich schon wieder gerippt, ne? Mal nur noch 200 gewinnen. Die Flotte ist so teuer oder habe ich irgendwas verpennt? Die Mittel.
eben in den Nachrichten. Ab sofort doppelte Zulage am Wochenende. Spiel gespeichert. Alle 900, das passt. Mit der Taktik könntest du sogar meinen Bruder. Warum fährt's hier so weit, Firi? Seid ihr keine Konkersammler oder was? Pisst euch, alle miteinander. Komm, Feind. Was zum Minimum, sehr schön. Angriffsreichweiten, ja. Hm? Und ja, wir bauen jetzt einen Vorposten. Das ist mir zu doof. Genau, erst schießen, dann fragen. Ich mache jedes Mal den gleichen Fehler. Jedes Mal. Registriere Energieknappheit. Ich bin gerade überlegen, ob ich hier Geschütze hinbauen soll oder nicht. Produktionsstillstand. Mann, ja. Da ist eh schon wieder einer unterwegs. Achso. Na los, komm zu Papa. Was? Da hat's echt noch einen mehr. Na. Will ich aber nicht. An diesen Geschützturm vorbeizukommen, wird echt eine Aktion. Weil der hat da seine Flotte daher schickt. Jetzt wieder. Ihr sollt schießen, nicht vorne, ihr Idioten. Wir nennen uns nur, was uns zusteht. Fahr du weg. Fahr du weg. Knackt's den scheiß Bunker, komm schon. Okay. Hier da weg. Okay, du bist hier.
Du bist halt einfach hier. Weißt halt unbedingt viel gefahren hast müssen. Was macht's denn ihr Deppen schon wieder? Ihr sollt da nicht reinrushen. Ihr sollt heraus und stehen bleiben und auf das Ding schießen. Wo ist das Problem? Ich hasse diese StarCraft 2 Steuerung oder 1 Steuerung so. Wenn du Flotte immer. Ja. Warum darf ich nicht alle Schiffe auswählen? Was ist das für ein dummes Design? Euer fucking Ernst! Lasst euren Kameraden wieder beim Sterben! Mann, du! Ich hätte gern mobile Reparaturplattform. So. Hab jetzt echt 3 Schiffe verloren, oder was? Oh. So. Dann. Müssen wir das wohl doch tun. Der heilt sich. Ist ja nicht mein Geld. Ja. Die Deppen könnten mal aufhören, ständig nach vorn zu fahren. Oh, jetzt lebt der Geschützturm noch. Letzten Volley haben sie mich herausgekriegt, die Deppen. Feuern. Und versenkt. Was machst denn du da oben? Piss dich. Herrgott, nein. Meine scheiß Schlachtschiffe, die haben wenigstens Reichweite. Na, da kommen sie wieder, schau. Kommen sie wieder, Säcke. Warnung. Produktion gestoppt. Ja. Sehr schön. Kommt ruhig her. War eine gute Idee, die Reparaturstation hier vorne hinzubauen. War schon immer die beste Lösung. Nicht zu sagen, eine hervorragende Idee. Mann, du. Okay, baut noch. Schön Bob abknallen, der Wichser. So, ein Turm weg. Bleiben noch 400. Mit der Taktik könntest du sogar meinen Bruder Hector beeindrucken. Meine Fresse. Wo ist das Ding? Du kannst gleich mal da anfangen. Die zwei. Und tut kurz mal wieder durch. So, wieder ein Turm weg. Beweisen Sie das, mein Vater. Sie macht uns die Hölle heiß. Wenn du immer so drauf hältst, darfst du vielleicht doch bei den Neoskulls mitmischen. Vielleicht. Ich habe nur noch 4000 Credits. Genau. Erst schießen, dann fragen. Aber jetzt bin ich pleite. Naja. Vergiss, so. Meine Rede. Der Zweck heiligt die Mittel. Die haben wir schon wegballert.
Die haben alle 2500, ey. Der Verlust einzelner Schiffe ist für die Neoskals bedeutungslos. Ja, was aber lieber, wenn die mal drauf geht dann. Ohne dass ich. Ah, shit, ey. Oh, shit, das wird da. Feuern soll's. Du da drauf. Du hast einmal den da und den da. Sehr schön. Du überlebst das sowieso nochmal, oder? Ne. Das ist alles viel zu teuer, ey. Außer Reichweite hier. So, sehr schön. Ihr habt aber schon die Idee, dass du mal schießt, oder? Idioten, hätt's gleich geschossen, war noch am Leben. Mann, du. Meine Rede. Warum lässt sie denn durchfahren? Heilig die Mittel. Was machst du? So. Wer vorher so ist beschädigt? Der. Du nicht. Hat irgendeiner von euch nicht nochmal einen Geschütz dabei? Okay. Brauchen wir nicht. Da. So. Du musst jetzt zum Reparieren. Du musst zum Reparieren. Der Rest ist gut. Herrgott, jetzt ist da noch ein Geschütz. Das ist ja ein Wahnsinn. Wir kommen mal zur Verstärkung hier wieder hoch. Du kannst gleich mit nach Hause fahren. Men du. So. Halt, war schon immer die beste Lösung. Könntet ihr euren Kollegen nicht sterben lassen? Ich muss ich hier immer drei parken. Einfach nur drei stehen lassen für die Scheiße, wenn hier einer hinterher fährt. So. Seid jetzt repariert, ihr Hollingen. Die dahin. Du schaust, dass du wegkommst. Ihr ballert. Du schaust, dass du wegkommst. Oh, schade. Muss ganz schön verzweifelt sein, eine Flasche wie dich zur Rettung der Welt auszusenden. Mist. Genau. Schon tot. Ist auch schon tot. Helft's heute mit, ha? Vergessen Sie Scorpius Drohne. Oh, ist jetzt alle, jawohl. Jetzt ist alle halb kaputt. Registriere Feuer auf Nachbarinsel. Die Neoskals kontrollieren diesen Sektor. Wer uns nicht aus dem Weg geht, ist selbst schuld. Scheiß auf meinen Hunden. Wenn du immer so drauf hältst, darfst du vielleicht doch bei den Neoskals mitmischen? Mist.
ein gewisses Risiko besteht. Deswegen frage ich ja Sie. Spiel gespeichert. Wieder mitten im Feindgebiet, weißt du? Da kriegst du einen Auftrag mitten im Feindgebiet. Was soll denn die Scheiße immer? Warum nicht hier? Die sind drauf. So. Brauchen wir nochmal? Brauchen wir nochmal? Brauchen wir alles nieder. Ja. So. Jetzt wird's endlich spaßig. Er kann's ruhig mithelfen. Achtung, Produktionsstillstand. Ich glaube, die Blockade braucht jetzt auch nicht mehr. Okay. Okay, den Turm, wenn ich wegballer, dann können wir es tatsächlich machen, dem Auftrag. Oh, der muss dran glauben. So, wo ist das kaputte Schiff? Da. Mit der Taktik könntest du sogar meinen Bruder Hector. Du sollst wegfahren, nicht umdrehen. Du Trottel, du Pläner. Jetzt bist du Fischfutter. Natürlich, in dem Moment. Kommt die Drecksau von hinten? Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ja, also mittlerweile scheißegal, er packt jetzt da. Herrgott, jedes Mal aufs Neue, dass der von hinten daherkommt. Nerviger Hund. So. Oh, was ist denn da? Manta, Manta. Manta rochen. Also. Nap. Nap. So. Dann. Erst schießen, dann fragen. Haben wir das Kommandofahrzeug, das hier jetzt nochmal ein paar drauf geschissen. Was war der Auftrag? Itemse, du da. Alarm. Wo kämst jetzt du her? Auf eines ihrer Fahrzeuge. Habe ich nicht gerade gesagt, ich brauche diese Blockade nicht mehr? Schwupps ist wieder einer da? Blöd, Piraten. Gegen unsere Schiffe hast du nicht den Hauch einer Chance. Miesen Viecher. So, da. Was mein? Jetzt bin ich quasi eh schon mitten in seiner City und er fährt dann direkt hier raus. Und wen brauchen wir noch? Den da. Bräuchte mal mehr Kampfschiffe, bitte. Danke. Das hätte jetzt gern 3 von denen. Was krieg ich dafür? 200. Wenn du immer so drauf hältst, darfst du vielleicht doch bei den Neoskulls mitmischen. Brauche ich nicht. So. Doch mal unsere Barriere. Auftrag geben. Sehr gut. Dann haben wir natürlich wieder mal ein kaputtes Schiff hier rumstehen. So. Dieser scheiß Gesch... Oh, das sind 2. Warum müssen das 2 sein? Oh, scheiße. So, bist du fertig? Ja. Nun, wie ist verstanden? Der MP... Unberührbar! Schutzschild-Items benutzt 10-mal! Haben wir gar nichts davon mitgekriegt, dass ich einem. So. Schmeißen wir mal die. Der Taktik könntest du sogar meinen Bruder Hector. Schau mal, du hast. So, da habe ich nämlich ein Schiff tatsächlich mit Schild. Hm?
80 Energieschild. Schon mal was Gutes. Dann. Wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist. Verkaufen die eh keine Schilder. Da war irgendwas, was verkauft wird. Ah, hier so ein Item. Fahr mal. Fahrt mal hier hoch. Alarm. Registriere Angriff. Könnt ihr euch eigentlich mal so aufstellen, dass alle schießen können und nicht immer die Hälfte hinten bleibt? So. Du der Angriff. Zwei Schüsse und weg. Flotte lieber woanders, bevor ich sie mir einfach nehme. Oh shit, der ist schon kaputt. Der ist schon hinüber, glaube ich, ja. Adep! Na raus mit dir! Aber es treibt gut noch, ja. Sehr schön. Du bist tot. Du bist auch tot. So, du musst raus. Registriere niedriges Rohstoffvorkommen. Brauch jetzt nicht den Scheiß. Meine Rede. Der Zweck heiligt die Mittel. Lass mich raten, er hat wieder so geparkt, dass nur einer geschossen hat und der Rest wieder nicht. Das sind solche Pfeifen. So, haben wir das mal geklärt. Sehr schön. Jetzt kommt noch die Kampfmusik. Was ist das? 10, 10, 10. Schon mal besser als wie, was haben die Dinger überhaupt? 50. Ja, Schlachtschiff mit erhöhten Reichweite, das wäre ja wirklich Bombe. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Bombastisch wäre das. Kann man denen nicht irgendwie einen Guard-Befehl geben oder sowas? Offensives Kampfverhalten. Schauen wir mal. Wir beiden wieder unten. Produktionsstätte. Oh ja, dann geht eigentlich jetzt die Kohle aus dir, oder? Ja. Blöd. Aber wir können das hier anpassen. Warte mal, Helios. Die noch ein bisschen mitversorgt werden. Ja. Achso, ja. Ich dachte, ich hätte euch auf aggressiv gestellt. Was ist da los? Ah. Alle wieder fröhlich. Jawohl. Diese Konfrontation lässt sich nicht länger vermeiden. Expedition erfolgreich abgeschlossen. Solche Idioten-Song. Schädigt alle Einheiten im Umkreis, sowohl freundlich als auch Alliierte. Naja. Schauen wir doch mal. Jetzt spielen wir Katz und Maus. Gewalt war schon immer die beste Lösung. So, mit zum Reparieren.
Wenn natürlich an seinen Stützpunkt rankäme, wäre das optimal. Aber der Stützpunkt hat halt Geschütze zum Saufudern. Hätte ich wenigstens keine Probleme mit rückwärtigen Angriffen. Gut, das ist kein Problem, das Geschütz. Das ist ein Problem. Das müssen wir knacken. Die anderen sind normale Geschütze. Ist nur das hier noch ein mieses Geschütz. Rohstoffvorkommen erschöpft. Ah, ja. So, wo bist denn du eigentlich? Da, Sprengstoff, Henny. Wie viel Schaden machst du eigentlich? Warte mal. Dauer bis Zündung, 15 Sekunden. Ach du Scheiße. Willst du mich verarschen jetzt gerade? Willst du mich verarschen? Das war ein unfairer Kampf. Nie ist das Fernsehen da, wenn man es braucht. So. Ich bin das jetzt mal. Du mal da. Mit dem Rückzug hier. Müsst ihr eigentlich immer den Typen da bumsen, der da ist, hä? Wie wär's mal mit hinten bleiben? Okay. Du sowieso. Okay, er hat sich selber in die Luft gejagt und nicht wirklich viel Schaden gemacht. Aber jetzt fast klar. Erstes Geschütz erledigt. Das Ding kann anscheinend doch nicht auf den Boden schießen, obwohl es 10-10-10 hat. Das drum wird unser nächstes Problem und das Ding schießt mit. Oh, wait. Warum? Seit wann? So eine Reihe heute. So. Oh, shit. Schuss und Schuss vor. Meine Rede. Der Zweck heiligt die Mittel. Weg, 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 weg. Gern Knopf für alle verwundeten Schiffe auswählen. Könnten wir das einrichten, bitte? Warnung. Produktion gestoppt. Was ist denn du hier?
immer so drauf hältst, darfst du vielleicht doch bei den Neoskulls mitmischen. Was siehst du gleich, spring gleich der scheiß Zentrale. Nix da mit der Atomraketen. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ist ja gleich Feierabend. Stück für Stück auseinander. Schöne City habe ich eigentlich. Tycoon-Mitarbeiter könnte ich mehr haben. Wenn ich einfach freundlich zu dem bin. Scheint es etwas nachgelassen zu haben. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Das habe ich jetzt bei den Deppen vergessen. Habe ich dem seine Mannschaften zurückgeschickt oder sowas? Keine Ahnung. Naja. Die Firma erwartet Ergebnisse. Kupfer. Brauch Kohle. Blöd. Was für ein Russ? Ein Auftrag von der Organisation. Höchste Prio. Ach, zur Abwechslung mal im normalen Gewässer. Was denn da passiert? Ich wieder am Arsch der Welt. So. Dann. Wer hat da bollert? Traue ich mich? Oder aber nicht. So, ihr da. Und ihr da. Kurz nach Hause. Schon zurück? Und alles nicht übel. Vergiss es. Du kannst den Neoskulls nicht besiegen. Wollen wir wetten? Was ist mit euch verkehrt? Schauen wir da 15 Leute zu. Wer einer da rumballert muss. Schlimm, schlimm, schlimm. So, was bist jetzt du? Du bist der 50er. Sonst haben wir da keinen 50er gerade. Nächstes der da. Klatschen wir lieber den von außen. Weg. Achtung, Produktionsstillstand. Registriere Feuer auf Nachbarinsel. Will? Prinzen da bitte. Hab ja gar nicht mitgekriegt. So, jetzt gehen wir unser Schiff allein mit vorne und vorne schicken. Von hinten kommt dann der Garantie keiner mehr. Da gibt's einmal volles von aufs Maul. Oh shit. Bist schon tot. Mache ich eigentlich die Raketen so schnell scharf, wenn du so einfach zu besiegen bist? Klar, dem einzigen Schiff, wo es gibt, das hat schon ausgerüstet. Wo sind meine Schiffe? Verdammt! Macht endlich diese Raketenabschuss bereit! Ja. Ihr sitzt auf den Deppenballer nicht rumfahren. So, das schaut jetzt eigentlich ganz gut aus. So, so, so. Hinunter, hier oben. Hinunter. Jetzt crasht das Game!
Was soll der Scheiß? Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Lief gerade so gut. War ich noch draußen? Fuck. Immerhin nur 5 Minuten. Immerhin nur 5 Minuten. Glaube ich. Oder? Ja, ja. Bauen wir auf hier. Das Wasser sieht komisch aus. Was ist das? Gut, den muss ich noch sprengen. Die sind schon alle weg. Der lebt noch, okay. Der muss zuerst drauf gehen. Brauche ich die Freunde wieder. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Das Übliche. Schmerzlicher Rückschlag. Sehr schmerzlich. Halt die Fresse. Ich weiß nicht mal, was ich für dich hätte tun sollen. Dann. Könnte ruhig einen Alarm einbauen, wenn das kurz vorm Ablaufen ist. Blinken lassen, genau. Ja, nee, ist klar. Bist so gut wie tot. Wenn du bereit bist, kannst sofort los. Wenn du immer so drauf hältst, darfst du vielleicht doch bei den Neoskulls mitmischen. Ja, das ist mit Blockballern. Wozu mache ich eigentlich die Raketen so schnell scharf, wenn du so einfach zu besiegen bist? Nicht den Fehler, mich mit meinem Bruder, diesem Weichei, zu verwechseln. Meine Techniker werden die Sprengköpfe in Kürze scharf geschaltet haben. Und dann werden wir ja sehen, wer am längeren Hebel sitzt. Habe ich schon erwähnt, dass ich enttäuscht bin, dass es in dieser Mission keinen Timer gibt, weil die Raketen immer noch nicht scharf sind? Nein! Wo sind meine Schiffe? Verdammt! Macht endlich diese Raketenabschuss bereit! Obwohl in der Missionsbeschreibung was anderes stand. Naja. Ja. Merke, beim Angreifen nicht die Plus-Taste gedrückt halten. Meine Rede. Der Zweck heiligt die Mittel. Gut, nicht genervt davon sein, dass es gerade gecrashed ist, würde auch helfen. Wir waren fertig. Achtung, Produktionsstillstand. Oh, ein Scheiß. Den da bitte. Zwar ganz schnell. So. Nein! Wo sind meine Schiffe? Verdammt! Macht endlich diese Raketenabschuss bereit! Gewalt war schon immer. Ich verliere Servoöl. Genau. Spiel gespeichert. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt auch zuerst noch die Atomraketensilos wegsprengen, aber ja. Das dauert mir jetzt gelinde gesagt zu lange. Kann es sein, dass hier irgendeiner von euch Schaden hat, oder ist das der Turm? Kann immer noch kein Schlachtschiff kaufen. Doof.
verschneite Insel kämpft mit Feuersbrunst. Züge. Er parkt da einfach. Schlimm, schlimm, schlimm. Neoskulls in diesem Sektor neutralisiert. Archiviere Glückwünsche aus angrenzenden Sektoren. Die Stänger nur noch. Übermittelt Ihnen seinen ausdrücklichen Dank. Mission erfolgreich abgeschlossen. Dabei waren es nur du. GG! Wir waren so kurz vor der Verwirklichung der neuen Weltordnung, dem Gesetz des Chaos. Die Neoskulls werden niemals vergessen, was du ihnen angetan hast. Der Tag der Rache, er wird kommen. Sicher, sicher. Punkte gibt es für die Karriere. In der Höhle des Löwen. Die Waffe nieder. Porträt Scorpio erhalten. Schauen, schauen, man kann immer noch Sachen freischalten. Was habe ich? 16 Punkte, andere haben 36. Ich habe schon gespeichert. Das merkt sich das Game automatisch. Jetzt frage ich mich gerade, habe ich 16 Punkte, weil ich die Mission einmal gespielt habe? Und nur mittelgut war? Oder habe ich 16 Punkte und die 36, weil sie es zweimal gespielt haben und besser waren? Oder schlechter waren und dreimal gespielt haben? Naja. Früher muss es da ganz schön Karrierepunkte gehabt haben für das Ding. Naja. Haben wir das auch geschafft hier? Feuerschaft können wir leider nicht spielen. Weil. Einklinken in laufenden Konflikt. Sektor wartet auf Besiedelung. Lade Sektordaten. Oh, kann ich doch. Ermittle Zielvorgabe, um die Vorherrschaft über diesen Sektor zu erringen. Aha. Ziel ermittelt. Okay. Also man hat 24 Stunden Zeit und so lange kannst du quasi diese Mission spielen. Interessant. Ach ja, ah, ich mache eh Feierabend, weil mein Internet schon wieder spinnt. Beziehungsweise mein Windows spinnt. Oder vielleicht auch Anno spinnt, ich hab keine Ahnung. Weil irgendeiner... Schon meinte, müsste irgendwas im Hintergrund hochladen. Mhm. Willkommen zurück. Aber interessant, dass ich das auf einmal kann. Das muss ich mir mal anschauen. Mal vielleicht im nächsten Stream Vorwirtschaftsmodus oder so. Das letzte Mal ging es nämlich nicht. Stand by. Ich würde nur zu gern wissen, welcher Terrorist hier im Hintergrund gerade am Netzwerk rumfummelt. Irgendwer muss hochladen.
Irgendwer hat einen Upload am Laufen. Wollte doch mal irgendeine komische Firewall installieren. Ja, jetzt kann stolz auf dich sein, Quarzi. Mal bis zum Schluss da gewesen. Auch wenn ich früher vererben mache. Ja. Na, jetzt kriegt sich die Leitung wieder ein. Glaube ich zumindest. Was das immer ist. Ich wüsste es gern. Na jo. Ich überlege gerade, ist meine Kamera zu tief? Ich glaube schon. Vielleicht ein bisschen höher. Gut. Wer läuft denn hier noch so rum? Hey. Wo ist denn der neue Raid? Raid Overlay hin? Gibt's das nicht mehr so? Mal. Ja, früher als sonst. Das bin ich nicht so katholisch. Schauen wir, gibt's wen? Naja, ein Fortschritt. Besuch mal mit. Warum auch immer der mir nicht angezeigt wird. Naja. Wir können aktuell nicht raiden. Egal, Mausefeierabend. Also, das war die Herausforderung. Nächstes Mal eventuell sogar Vorherrschaft. Mal gucken, ob das Sinn macht, dass man das streamt. Mal ausprobieren. Ansonsten Mission. Guts Nächtli, Hopiteri. Servus. Standby.